Damen und Herren, ist sie schon aktiv, ja? Ich darf Sie im Namen unserer Geschäftsführung herzlich begrüßen zu einem für mich persönlich ganz besonderen Abend. Mein Name ist Leopold Schöckl, bin Steirer, wie man wahrscheinlich sofort hört, daher mit Leoben besonders verbunden. Und Sie wissen, alle Leobener Absolventen sind ja mit Gösser quasi sozialisiert und aufgezogen worden. Und das ist für uns natürlich das akademische Lebenselixier gewesen. Abgesehen davon bin ich Wirtssohn, aber hier darf ich die Abteilung Werkstoffprüfung und Schweißtechnik leiten und habe mit Schadensuntersuchungen und mit Metallurgie zu tun. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Ihnen Herrn Dr. Liebl vorstellen zu wollen, ist eigentlich ja nicht notwendig, klingt falsch, ist auch falsch, weil er ist eine der profundesten Persönlichkeiten im österreichischen Wirtschaftsleben. Und er hat den Traumberuf, ich habe es im Vorfeld gesagt, den Traumberuf, den ich als Student mir gewünscht hätte, Generaldirektor von der Brauerei. Das hätte ich mir immer gewünscht. Und er hat es wirklich geschafft und ich ist auf Initiative unseres Marketingchefs, Herrn Magister Schöntaler, heute zu uns gekommen. Ich darf aber trotzdem einige Worte zur Persönlichkeit Dr. Liebl sagen. 34 Jahre Ihres Berufslebens, ich habe es zusammengezählt, sind Sie im Dienste der Gärungstechnik und des Brauwesens. Und es gibt ganz wenige Leute, die wirklich ihren Beruf von der Pike weg so intensiv miterlebt, entwickelt und weitergebracht haben wie Herr Dr. Liebl. Er hat als Assistent des Braumeisters gewirkt, er hat als Malzmeister gearbeitet, er hat eine Brauerei geleitet, er ist natürlich in unendlich vielen Verbänden in führender Funktion tätig und bei allem mit großer Begeisterung, mit großem Erfolg und das ist besonders wichtig. Ich möchte kein Co-Referat halten, Sie werden uns zur Innovation und Qualität was erzählen, aber gestatten Sie mir doch noch zwei persönliche Anmerkungen als wie gesagt, Leobner. Es gibt zwei Dinge, etwas autobiografisches aus meiner Familie, dann werden die Initialen BSV wenig sagen. Das war eine Gründung meines Großvaters, der auch Wirt war, das war der Leobner Bierschutzverein. Und zwar hat mein Großvater mit Gleichgesinnten in Leoben einen Bierschutzverein gegründet und die Leobener Bürger haben sich verpflichtet, durch den Konsum von 10 Seidel Bier pro Tag die Existenz der Gösser Brauerei abzusichern. Vielleicht eine Idee für die Zukunft. Und die zweite Anmerkung, in Leoben gibt es also dieses, ich rede immer von Leoben, natürlich, Sie verzeihen, gibt es den Ledersprung. Das ist ein Initiationsritus für die Erstsemestrigen. Und da sind natürlich ungefähr 3.000, 4.000 Leute dort in der Leobener Oberlandhalle. Wenn Sie einmal hinkommen, das ist eigentlich üblicherweise die Tierversteigerungshalle. Und die ist für dieses Fest, wird die also umgewidmet. Und da werden natürlich alle Honoratioren und Politiker und die Professoren alle da. Und den meisten Applaus und den meisten Neid erregt der Braumeister. Und das ist wirklich eine großartige Sache. Darum danke vielmals, dass Sie heute zu uns gekommen sind. Und ich darf Sie um Ihre Ausführungen bitten und entschuldige mich gleich dafür, dass meine Begrüßung so ein bisschen ins Persönliche gegangen ist. Aber ich freue mich auf den Abend. Dankeschön. Ja, danke schön, Herr Schöckl. Wir kennen uns von früher, von Ihren früheren Landeshauptmann, Stellvertretertätigkeit. Und wissen Sie, was ein Rossmarkt ist? Rossmarkt, da werden Rösser verkauft. Ja? Also ein Rossmarkt ohne Rösser ist wie der Schöckl ohne Gösser. Da würde ich einmal anfangen. Ja, es freut mich, dass ich eingeladen bin hier und dass ich ein paar Worte zu meinem Lieblingsprodukt sagen darf. Es ist richtig, ich habe mein ganzes Leben diesem Produkt gewidmet und es hat mir immer Spaß gemacht und es macht mir auch heute noch viel Spaß. Ich werde Ihnen also ein bisschen was erzählen über den Biermarkt zuerst. Ich glaube, man sollte wissen, von was man redet und dann eben vor allem auch über unsere verschiedenen Marken, über Innovationen,
Qualität ist heute etwas, und das passt natürlich wirklich sehr gut, wo man sagen muss, das ist eigentlich eine Conditio sine qua non. Wenn man keine Qualität hat, funktioniert gar nichts, und das Qualität bezieht sich nicht nur auf Produktqualität, sondern letztlich auf alles, auf Servicequalität, auf Markenqualität, auf die Innovationsqualität und so weiter. Insofern ist es zweifelsohne ganz wichtig, dass man hier federführend werken kann. So, wir fangen an. Wir fangen nicht an. Also das geht einmal nicht. Aber wir können es daher machen. Jetzt, wunderbar. Mit dem geht das. Sie sehen hier den Bierausstoß in Österreich auf der einen Seite und den Pro-Kopf-Konsum. Also die gelben Säulen sind der Bierausstoß und die rote Linie ist der Pro-Kopf-Konsum. Und das ist insofern interessant, dass der Pro-Kopf-Konsum in Österreich eigentlich seit vielen Jahren konstant geblieben ist. Wenn man schaut, hier war es ein bisschen höher. Daher, da war eine Änderung in der, im Rechtssystem. Es ist nämlich die 0,5-Promille-Grenze eingeführt worden. Ja. Noch einmal falsch. Jetzt. Und da ist also ein Rückgang gewesen. Man muss aber auch sagen, dass hier eine besondere Zeit war. Sie wissen, es ist damals die Ostöffnung gewesen. Und da ist sehr viel Kofferraumexport passiert. Die Ungarn und die Tschechen und andere vom Süden sind gekommen und haben sich Bier in Dosen aus Österreich geholt und haben das Bier dann im Kofferraum exportiert. Das hat unseren, das ist in den Inlandskonsum eingegangen, hat unseren Pro-Kopf-Konsum deutlich erhöht. Also insofern ist die 121 Liter sind auch ein bisschen geschönt, aber seit damals ist eigentlich der Pro-Kopf-Konsum immer konstant geblieben und auch die absoluten Mengen waren durchaus ähnlich. Und das ist ein großer Unterschied jetzt zu fast allen anderen Ländern in Europa. Es ist so, dass der Pro-Kopf-Konsum überall zurückgegangen ist. Ein Beispiel: in Deutschland war der Pro-Kopf-Konsum bei 140 Liter pro Kopf und Jahr und ist heute unter unserem österreichischen Konsum. Das heißt, da hat sich schon sehr viel verschoben. Ein ähnliches Phänomen in der Tschechoslowakei, wo früher ein Pro-Kopf-Konsum war von, also man muss jetzt sagen Tschechien eigentlich, Slowakei war immer niedriger, aber Tschechien war Pro-Kopf-Konsum von 160 Liter und ist heute bei 140 oder sogar 135 Liter. Ein ähnliches Bild aber über fast ganz Europa, überall drastisch zurückgegangen. Uns ist es gelungen, in Österreich den Pro-Kopf-Konsum konstant zu halten. Ich werde im Laufe des Vortrages dann noch dazu kommen, was wahrscheinlich, man weiß es ja nie genau, was wirklich der Grund ist für sowas, aber was wahrscheinliche oder mögliche Gründe dafür sind. Jedenfalls sind wir alle miteinander da sehr stolz und auch der Plan hier noch als Plan, weil die Zahl ist noch nicht ganz sicher, aber es wird zwischen 106 und 107 Liter wieder sein, was wir erreicht haben im vergangenen Jahr. Ein Thema, das bringe ich gleich weg, damit es erledigt ist, ja, aber die Biersteuer. Die Biersteuer ist etwas, was natürlich, also was es erstens seit langer Zeit gibt. Ja, und man muss sagen, in Europa gibt es ganz große Unterschiede. Ich habe hier natürlich, wie man das in einem gescheiten Vortrag macht, nur die angeführt, die noch niedriger sind als Österreich. Ja. Weil man muss schon sagen, es gibt andere, die sind da irgendwo da oben. Ja. Die Nordlichter sind da sehr berühmt, aber auch England und so. Aber für uns relevant, muss ich sagen, ich meine, Norwegen ist nicht relevant für uns, was den Bierimport betrifft, den Kofferraumimport. Wichtig sind für uns Tschechien, Deutschland. Das sind die zwei Länder, die wichtig sind. Und die haben doch deutlich niedrigere Biersteuer. Und das führt dazu, dass es sogenannte Kofferraum, heute früher Kofferraumexporte und heute Kofferraumimporte gibt. Das ist nicht zu wenig. Wir schätzen, dass es ungefähr 300.000 Hektoliter, 250.000, 300.000 Hektoliter ist. Und
Das Blöde in dem Fall ist, dass die Deutschen und die Tschechen wirklich ein gutes Bier-Image haben. Ja, also das ist ja nicht so, von Ungarn kommt da nicht so viel herein, aber von dort kommt viel herein, und weil eben die Marken durchaus anerkannt sind. Ich bin neulich dann einmal gefragt worden, was ich zur Schaumweinsteuer, zur neuen Steuer, was ich davon halte. Und dann habe ich lange erzählt, dass ich überhaupt gegen Steuern bin und überhaupt gegen die Verbrauchsteuern und dass die Biersteuer viel zu hoch und alles Mögliche. Und ganz am Schluss habe ich dann auch einen Satz gesagt, habe ich gesagt, insofern tun mir die Sekthersteller nicht so leid, ja, wenn die jetzt auch eine Steuer zahlen müssen. Das Einzige, was abgedruckt wurde, war, dass mir die Sektleute nicht leid tun. Ich habe mich dann offiziell entschuldigt beim Herrn Kranepeter von Schlumberger, weil der hat ja besonders dagegen gekämpft natürlich mit seinen Leuten, was verständlich ist. Jede Steuer tut weh, und es gibt wenige solche Verbrauchsteuern, natürlich viel schlimmer noch bei Zigaretten, bei Benzin. Aber ich sage dann immer, wenn jemand sagt, ja, das ist ja gut, dann sage ich, je nachdem, was für eine Branche, es könnte auch eine Mehlsteuer geben oder eine Zeitungssteuer, weil ja einige Journalisten heute da sind, das wäre eine gute Idee. Aber das Gegenteil ist der Fall, es gibt eine Subvention für die Zeitungsleute. Auch das ist gut. Ich habe nichts Schlechtes gesagt. Ja. Bitte. Die Biersteuer. 24 Euro pro Hektoliter. Das müsste irgendwo, steht da hier. Einheit pro Euro pro Hektoliter. Also wir zahlen pro Hektoliter Bier, zahlen wir 24 Euro. Ungefähr 20% von unserem Umsatz, kann man sagen. Wir haben einen Umsatz, kommt gleich drauf, 650 Millionen, und 100 Millionen in etwa ist die Biersteuer. Gut, das ist gelernt. Ja, das ist, und die Österreicher trinken trotzdem gerne Bier, insofern ist es auch wieder nicht so tragisch. Jede Veränderung wäre sehr tragisch. Und das Interessante ist noch Folgendes, wir haben in der letzten Zeit viele Radler, der Anteil der Radler ist 8%, und wir müssen beim Radler auch auf den Zuckeranteil, ich habe es gerade das letzte Mal habe ich dem Herrn Bleininger erklärt, wir müssen jetzt auch für den Zuckeranteil Biersteuer bezahlen. Also das wäre so, wenn man für Limonaden, für Coca-Cola auch eine Biersteuer zahlen muss, oder für eine Zitronenlimonade. Es ist auch nicht haltbar, nur ich sage immer, ja, wir müssen vorsichtig sein mit jeder Forderung, dass man das ändert, und das wird eh gefordert, weil es in allen Ländern jetzt schon ein Riesenthema ist und in der Europäischen Union. Aber man muss ja aufpassen, ja, weil die Politiker sind ja auch dann, wenn sie, Geld ist nicht da, ja, daher sind sie kreativ und könnten ja die Biersteuer erhöhen und dafür beim Radler halt ein bisschen weniger verlangen. Aber das wollen wir nicht. Wir wollen natürlich auch schauen, dass Biersteuer niedrig ist. Aber es ist ein heikles Kapitel. Das habe ich damit erledigt. Der nächste Punkt ist die Biersorten. Und wir legen auf Vielfalt unglaublich viel Wert. Und Sie sehen aber an diesem Bild, dass die Vielfalt zwar schon da ist, aber es gibt einen großen Bereich. Und das sind die Märzen und Lagerbiere. Die machen eigentlich 3/4 des Bierabsatzes in Österreich aus. Natürlich mit sehr viel verschiedene Geschmäcker und so, aber sie sind alle nach dem österreichischen Bierkodex einzuordnen unter Märzen oder Lagerbiere. Und dann gibt es alle möglichen kleineren Sorten. Und mittlerweile 7,1% hier der Radler. Der Radler hat sich in den letzten 5 Jahren unglaublich entwickelt. Ein hochinteressantes Phänomen. Es gibt die Radler seit 20 Jahren. Ja, ich erinnere mich noch, wir haben das vor ungefähr 20 Jahren nochmal eingeführt. So, die Biersteuerproblematik habe ich schon gesagt. Damals haben wir gesagt, naja, also wir wollen da nicht für den Limonadenzuckeranteil nicht Biersteuer bezahlen. Daher haben wir gesagt, wir machen es mit künstlichem Süßstoff. Ja. Typisch ein Gedanke vom Produzenten her und nicht vom Konsumenten her. Das ist 15 Jahre so geblieben und nichts ist gegangen beim Radler. Ja. Der Radler hat keinem so richtig geschmeckt. Und dann haben wir wirklich, bei uns im Unternehmen haben unsere Entwickler und Marketingleute und so, die haben dann
herumprobiert und neue Rezepturen ausprobiert und dann ist man draufgekommen, na eigentlich schmeckt es mit Zucker wesentlich besser. Und zwar nicht mit normaler Saccharose, sondern mit Fructose, Fruchtzucker. Dann haben wir ein neues Produkt, den Kösser Naturradler, auf den Markt gebracht und jetzt ist es so, dass die Radler explodiert sind. Plötzlich war ein Produkt da, das gut schmeckt, das war in der richtigen Verpackung, in der richtigen Flasche, das gehört alles dazu immer, der Geschmack, die Verpackung, die Zeit gehört dazu. Vielleicht wäre es vor 20 Jahren anders gewesen, ja, wenn man mit dem Produkt auf den Markt gekommen wäre, aber alles hat gepasst. Und jetzt ist es so, dass der Radler mittlerweile fast 8% bei uns ausmacht vom gesamten Bierausstoß. Das ist schon sehr viel und die positive Entwicklung, die wir haben, ist eindeutig darauf zurückzuführen, auf diese Radler. Und der Gösser, ein bisschen darf ich auch Eigenwerbung machen, nicht zu viel natürlich, aber der Gösser Naturradler, der eben der erste war mit dieser Qualität, macht heute 50% von allen Radlern aus. Wir haben über 50%, wertmäßig noch mehr, ist der Gösser Naturradler, der einfach wirklich von allen als bester Radler anerkannt wird. Selbst im eigenen Haus muss man sagen, dass die anderen Radler, der zweitstärkste ist der Zipfer dann, aber der hat nur ungefähr 14% Marktanteil und bei den Radlern und der Gösser hat 50%. Eine super Position. Das muss einem einmal gelingen, dass man sowas erreicht. Deswegen passt der Titel hier, Qualität und Innovation. Dann haben wir natürlich verschiedene andere Sachen. Sie haben hier das sonstige Vollbier, dann das Schankbier ist auch nicht wenig. Es gibt das Spezialbier und dann wird schon klein. Wichtig vielleicht noch das Weizenbier. Das ist das da, das Schankbier war da und das Weizenbier ist das. Weizenbier ist in Österreich auch ein wichtiges Produkt, auch steigend, nach wie vor steigend, wobei es viel weniger ist wie in Deutschland. Also in Bayern ist Weizenbier 20%. Das ist wirklich viel und jetzt kann man Österreich auch wieder aufteilen ein bisschen. Wenn man sich nur anschaut, Tirol, Salzburg, Oberösterreich, dann wird es auch, weiß nicht, 10-15% sein. Aber hier in Wien oder im Süden auch ist der Weizenbieranteil sehr gering. Also große Unterschiede auch innerhalb Österreich überhaupt, muss man sagen, ist überhaupt der Pro-Kopf-Konsum in Österreich ist ja auch sehr unterschiedlich. Die besten Menschen sind in Tirol. Ja, die trinken ungefähr 160 Liter, also fast wie die Bayern. Bayern sind noch besser. Ist ein Burgenländer da? Ei, aber ganz hinten sitzt er, ist nicht so schlimm. Burgenland, da haben wir noch Entwicklungshilfe zu leisten. Die Burgenländer trinken nur ungefähr 60 Liter. Ja. Also das ist schon ein großer Unterschied. Aber wir werden gemeinsam Anstrengungen unternehmen, um das noch zu verbessern. Und der Gösser Braumeister, vorher erwähnt, ist ein Burgenländer. Also der hat sich verbessert in seinem Leben. Und der ist ein Botschafter geworden. Wir haben in unserem Hause ungefähr 12 oder 13 verschiedene Biermarken und ungefähr 100 verschiedene Biersorten. Natürlich noch mehr Verpackungseinheiten, aber 100 verschiedene Geschmäcker. Ich will jetzt nicht sagen, dass jedes Bier ganz anders schmeckt, aber doch, die Varietät ist sehr groß eigentlich bei den verschiedenen Geschmäckern. Jedes ordentliche Unternehmen muss auch eine Vision haben und unsere Vision lautet, immer die beste Marke überall und zum Wohl. Was meinen wir damit? Wir haben die besten Marken in Österreich. Wenn man sich anschaut, von den 8 stärksten Marken in Österreich sind 6 Marken aus unserem Haus. Es gibt noch 2 andere, die habe ich vergessen jetzt, wie sie heißen. Aber das ist wichtig. Ja? Die Marke ist ganz wichtig. Dann überall heißt für uns, wir sind in Österreich in allen Kanälen vertreten, in allen Bundesländern vertreten, in der Gastronomie, im Lebensmittelhandel. Wir versuchen wirklich überall zu sein. Jetzt gibt es da auch wieder Unterschiede. Wir haben in der Steiermark höhere Marktanteile wie in Vorarlberg. Vorarlberg ist ein bisschen eigen.
da haben wir noch Nachholbedarf. Ja? Da können wir noch besser werden, muss man sagen. Aber die haben jetzt starke lokale Brauereien und das funktioniert gut. Ja? Das muss man wirklich sagen. Und die machen auch eine gute Arbeit dort. Aber überall heißt im Prinzip, wir wollen alles abdecken. Und zum Wohl ist eine komplexe Überlegung, die wir da gehabt haben. Wir denken zum Wohl der Kunden und Konsumenten, zum Wohl der Mitarbeiter, zum Wohl des Eigentümers, aber vor allem auch zum Wohl der Gesellschaft. Auf das habe ich besonderen Wert gelegt, weil ich glaube, ein erfolgreiches Unternehmen ist nur dann auf Dauer erfolgreich, wenn es nicht nur an sich selbst, an die Kunden und die Mitarbeiter, sondern auch zum Wohle der Gesellschaft denkt. Das bezieht sich auf Umwelt, bezieht sich auf Verantwortung, bezieht sich letztlich auf Arbeitsplätze, bezieht sich auf Rohstoffe und so weiter. Man muss ein bisschen über den eigenen Rand hinausdenken, wenn man auf Dauer erfolgreich sein will, sonst wird das nicht gelingen. Ich meine, insbesondere wenn man, ist da die Umwelt natürlich ein großes Thema, derzeit wieder riesige Diskussionen, wie immer man dazu steht, aber wir versuchen da viele Dinge zu machen. Wir haben wirklich den in einem Vergleich von den 200 größten Brauereien der Welt haben wir einen Vergleich gemacht, da waren unsere Brauereien alle unter den besten 10 weltweit gesehen. Weltweit gesehen. Und wir haben jetzt in der Brauerei Göss, weil Sie hier sind, haben wir wirklich viel gemacht. Wir beziehen vom benachbarten Meyer-Mellnhof Holzverarbeitungswerk Energie, etwa 50% oder 40%, und dann 10% haben wir Solarenergie eröffnet vor einem Jahr. Und wir sind dabei, ist noch nicht fertig alles, aber ein Biogaswerk dort zu errichten. Und dann können wir sagen, dass wir 100% erneuerbare Energie verwenden in der Brauerei Göss. Aber das Gleiche haben wir in Wieselburg gemacht und wir haben viele weitere Ideen. Wir alle wissen, jede Investition im Energiebereich ist ein bisschen schwierig, weil die rechnet sich nicht so schnell. Ja. Und heutzutage in der schnelllebigen Zeit muss sie jede Investition nach 2 Monaten rechnen oder nach 2 Jahren rechnen. Und Energieinvestitionen unmöglich. Die rechnen sich nicht so schnell, da muss man ein bisschen mehr Geduld haben. Aber das meinen wir mit zum Wohl, auch zum Wohle der Gesellschaft. Ja, das erscheint uns sehr wichtig. Ein paar Kennzahlen, Zahlen merkt man sich schwer, wir haben ungefähr 660 Millionen Umsatz. Wir haben einen Absatz von Bier im Inland von 4,56 Millionen Hektoliter. Das entspricht in etwa einem Marktanteil von etwas kleiner als 50%. Wir investieren im Jahr sehr gleichmäßig, also wir haben keine großen Spitzen, 45 manchmal 48, 50 Millionen Euro. Davon geht 2/3 in den Markt und 1/3 in Produktion und Logistik. Wir haben Marktanteil von 49%, 2187 Mitarbeiter, das sind alle Mitarbeiter, also inklusive Teilzeit. Wir haben 35.000 Kunden, natürlich der Großteil in der Gastronomie und ein kleinerer Teil im Lebensmittelhandel, wobei auch im Lebensmittelhandel sind es gar nicht so wenig. Nur, man muss sagen, die großen Konzerne, das werden Sie dann noch sehen, sind natürlich dominierend. Und wir haben einen eigenen Fuhrpark, darauf legen wir Wert. Wir glauben, dass das gescheit ist. Und zwar einerseits, um ein gutes Service zu bieten, aber andererseits auch, um immer den Vergleich zu haben zwischen eigenem Fuhrpark und fremdem Fuhrpark. Natürlich ist der eigene meistens ein bisschen teurer, aber man kann ja auch daran arbeiten. Sie sehen hier die Braustandorte, die sind unterstrichen, das ist also Schwechat hier in Wien, Wieselburg, dann in Leoben, in Buntigam, Graz, dann in Lienz, Osttirol, in Schladming, da haben wir eine Beteiligung, aber es ist an sich eine Genossenschaftsbrauerei und da haben wir 400 Gastronomen als Miteigentümer. Das ist immer sehr, ich versuche jedes Jahr einmal dort zu sein, das ist immer eine besonders nette Veranstaltung, wenn die ganzen Gastronomen da sind und man mit denen ein bisschen erzählt, was sozusagen sich tut auf der Welt oder in Österreich. Und jetzt Zipf natürlich als größere Brauerei und unser Kaltenhausen, das haben wir als ein Bierkulturzentrum
installiert. Das sind nur mehr wenig Hektoliter, die dort erzeugt werden, aber trotzdem sehr interessant. Das geht in die Richtung, und ich habe es vorher mit diskutiert, in Richtung Craft Beer Brewery, also Handwerksbrauereien. Ja. Und da können wir verschiedene Dinge ausprobieren, verschiedene neue Geschmäcker ausprobieren, aber doch schon in einem Maßstab, der halbwegs repräsentativ ist. Wir haben noch eine ganz kleine Brauerei, eine echte Pilot Brewery, wie man auf Englisch sagt. Aber da kann man nicht so, da kann man zwar technisch ausprobieren, aber nicht für den Markt. Aber mit der Kaltenhausener Brauerei können wir für den Markt neue Dinge entwickeln, was immer sehr interessant ist. Und da haben wir wirklich tolle Produkte auch gemacht. Ja, zum Beispiel eine Mischung aus Wein und Bier. Ja, das schmeckt hervorragend. Ob das jemals ein Thema wird, dass man das großtechnisch macht, weiß ich nicht jetzt. Aber wichtig ist, dass man es einmal probiert und dass man Ideen hat und dass man ein bisschen ein breiteres Spektrum hat. Alle anderen Orte, die Sie auf der Landkarte sehen, sind unsere Verkaufsleger. Inklusive Brauereien haben wir 31 Standorte über ganz Österreich. Dann haben wir noch ungefähr 50 Verkaufspartner und dann haben wir noch 300 Getränkehändler. Aber mit unserer eigenen Organisation, sage ich immer, sind wir eigentlich ein Nahversorger in Österreich, der Nahversorger für Bier. Weil wir fahren wirklich auf jeden Berg, in jedes Tal hinein und wir sind überall vertreten. Das kostet Geld, ist aber andererseits eine ganz bedeutende Stärke, die wir haben, wenn man wirklich alles bedienen kann. Und das weiß natürlich auch jeder Getränkehändler, wir können das selber auch machen, da müssen sie sich auch anstrengen. Und der Mitbewerber weiß, dass wir das auch machen können. Dadurch entsteht ein großer Wettbewerb natürlich, das hat manchmal auch Nachteile, aber es hat auch Vorteile, vor allem für den Konsumenten, wenn ein großer Wettbewerb besteht. Und jeder weiß es, um jedes Wirtshaus wird gekämpft heute. Ist nicht so wie früher im Bierschutzverband, wie es geheißen hat, da war es verboten, dass man in das Gebiet von einem anderen hineinliefert. Das ist nicht so lange her, das war bis 1980 oder so, war das verboten, dass man ins Gebiet von einem anderen hineinliefert. Bist bestraft worden über den Schutzverband, wenn du geliefert hast. Heute, das Schlimmste, was man machen kann, nach dem Wettbewerbsrecht, ist, wenn man wenn man das machen würde, da würde man also so horrend bestraft, dass jedes Unternehmen hin ist. Der Tanner von der Wettbewerbshürde macht es möglich, aber nicht nur bei uns. So, hier habe ich versucht darzustellen, was sind unsere Eckpunkte. Einerseits Marktanteil, da habe ich auch die Zahl hergeschrieben. Wir konnten das in den letzten Jahren dank der Innovationen steigern. Die Umsatzrendite ist natürlich wichtig für jedes Unternehmen, da muss man gut sein, wir konnten das auch steigern, wir haben da einen guten Wert, wobei wir, und die Herren Journalisten, die hier sind, wissen es, dass ich über das keine Zahlen, weil gerade in einem Konzern ist das nicht sehr relevant, man kann da so viel hin und her, wichtig ist, dass man erfolgreich ist, dass man steigern kann sich auch, aber die absoluten Zahlen sind nicht so wichtig. Und wir haben auch wichtig scheint uns die Vermögensrendite zu sein, weil wenn du alles, was du investierst, kostet natürlich Geld letztlich. Und ja, wir kennen ja viele Fälle in Österreich, die momentan da in Diskussion sind. Und ich glaube, also wir haben da eine gute Ausgangsposition. Was ist dann wichtig? Einerseits Innovationen, wieder das Gleiche. Nachhaltigkeit, damit ist die Qualität auch gemeint. Wir wollen in der Gastronomie gewinnen. Wir haben interessanterweise als Braunion Österreich in der Gastronomie einen niedrigeren Marktanteil als im Lebensmittelhandel. Ist auch klar, weil wir wir sagen immer, du kannst dort, wo es lokale Brauereien gibt, da ist einfach von denen ein sehr hoher Marktanteil in der Gastronomie. Logischerweise muss man akzeptieren, das kann man nicht, das werden wir auch nicht ändern, außer die machen ganz Blödheiten. Ja. Wenn die Qualität gar nicht bin, dann hast du auch da eine Chance. Aber normalerweise sind die lokalen Brauereien einfach stark und da haben wir in der Gastronomie einen niedrigen Marktanteil. Aber wir wollen auch da natürlich ein bisschen besser werden. Ja, und die Kostenseite, wir nennen es auf Cost to Serve, ist ein ganz wichtiger Punkt.
wir haben auch durch den Eigenvertrieb, aber mit vielen anderen Dingen, auch mit den Innovationen, mit der Komplexität der vielen Artikel, die wir haben, mit die Marken und so weiter, das hat alles Vorteile. Wir decken den Markt gut ab, aber auf der anderen Seite ist auch eine hohe Komplexität gegeben, die Kosten verursacht, und das muss man immer auch natürlich dann im Kopf haben, dass das passt. Auf der anderen Seite der Service-Level und die zwei Sachen, Kosten und Service, muss man in eine Balance bringen, in die richtige Balance, dann passt es. Aber wenn die Kosten zu hoch sind, der Service auch sehr hoch, nützt ja nichts. Und umgekehrt, das muss in einer Balance sein. So, ein paar Worte zu unseren Geschäftsfeldern, die wir haben. Sie sehen hier, und nur ganz kurz weise ich darauf, alles falsch. Zurück. Sie sehen schon alles, was nachher kommt. Hier sind wir wieder. Die Rewe-Gruppe hat eben eine ganz bedeutende Stellung bei uns. Das ist inklusive ADEC und hat 43% Marktanteil. Die Spargruppe ist die rote, dann schon weniger. Insgesamt sind beide Gruppen näher beieinander, aber beim Bier hat die Rewe bei uns eine sehr starke Stellung. Und dann gibt es noch ein paar andere, die aber immer kleiner werden. Und da sehen Sie auch die Bedeutung, die diese zwei Großen für uns haben. Also wenn ich rede, ich sage, na, die sind übermächtig, muss ich auch im Klaren sein, wenn die reden, sagen sie, wir sind übermächtig. Ja? Also es hat immer zwei Seiten. Aber die Rewe-Gruppe in Österreich und die Spargruppe, die sind natürlich schon sehr stark. Und das geht noch weiter, vermutlich. Ja, muss man sehen. Auch da gilt wieder, machen es viel oder nicht. Die nächste größere Sache ist dann die Markant. Die sind in einem deutschen Konzern der Markant-Gruppe angeschlossen. Der M-Preis in Tirol, ein bisschen in Vorarlberg jetzt auch. Und dann noch ein paar kleinere, die am Markt im Lebensmittelhandel tätig sind. Schaut man sich die Gebindesituation an, die sehen Sie hier unten im Lebensmittelhandel. Die Flasche macht 56% aus, die Dose 34% und die Kleinflasche 9%. Das heißt, wir haben immer noch, die Halbliterflasche ist Mehrweg, wir haben immer noch einen sehr hohen Mehrweganteil. Wenn man die Gastronomie dazu rechnet, dann haben wir über 70% Mehrweganteil. Einzigartig in der österreichischen Getränkeindustrie, das haben die Wasserleute nicht, die Limonadenleute nicht, Fruchtsaft so und so nicht, Wein nicht, also niemand. Nur die Brauerei haben das. Wir haben die Einrichtung, wir sind stolz darauf und wir versuchen das auch zu halten. Und ich sage auch ganz ehrlich, es ist schon auch eine Stärke, weil der hohe Mehrweganteil ist für Importe schon eine gewisse Barriere. Ja? Weil die können importieren, aber die müssen auch wieder die leeren Gebinde exportieren. Und das ist natürlich ein relativ hoher Aufwand, vor allem ein hoher Transportaufwand. Ja. Wir wissen es ja vom Umweltgedanken her, dass natürlich die Mehrwegsituation in Österreich eine sehr gewünscht ist und auch aus unserer Sicht eine gute Sache ist. Wir wollen das haben und wir versuchen, das zu halten. Und das ist auch in den letzten Jahren wirklich gelungen, dass wir unseren Mehrweganteil in Österreich halten konnten. Dazu muss man natürlich die entsprechende Einrichtung haben, du musst die Maschinen haben dafür, du musst den Vertrieb haben dafür, das ist alles nicht ganz leicht. Und hier haben wir nur dargestellt, was sind so wichtige Dinge, die wir da für uns sehen. Und da haben wir wieder den Value Increase, also den Wert, wir wollen den Wert erhöhen. Wir wollen den Marktanteil erhöhen, wir wollen im Outlet, im Lebensmittelhandel, also wollen wir gewinnen. Ja, ganz einfach, unsere Produkte sollen so präsentiert sein, dass die Leute dass sie zufrieden sind und das kaufen und dann natürlich immer wieder neue Ideen haben, Innovationen, ganz wichtig, das Ganze muss perfekt exekutiert werden.
ein Wort zu den Eigenmarken oder ein paar Worte zu den Eigenmarken. Sie wissen, wir unterscheiden zwischen den Marken, die wir machen, das sind die sogenannten Eigenmarken, und dann die Private Label. Ja, also das ist in Österreich ja schon ein wichtiger Punkt. Weißt du, wie wichtig das ist, und mit allen Vor- und Nachteilen muss man immer wieder aufpassen. Wir selber machen nur unsere Eigenmarken. Wir machen keine Private Label. Das ist ein Vorteil, aber dann muss man natürlich auch bei den Marken, die man hat, sehr gut sein. Und das glauben sind wir, ich habe es vorher gesagt. Und die ganze Situation ist eine beim Bier ganz anders wie bei allen anderen Produkten. Beim Bier ist der Anteil am Private Label nur ungefähr 5%, während im übrigen Lebensmittelhandel oder bei anderen Produkten der Anteil wesentlich höher ist. In Deutschland ist der Anteil von Private Label schon bis zu 40%, je nach Produktkategorie. Bei uns ist es eben viel niedriger, bei der Dose ein bisschen mehr, bei der Flasche etwas weniger. Und man muss unterscheiden zwischen dem Mehrwert Private Label, das sind die zum Beispiel eben die Bioprodukte, ja, die ja alle unter Private Label firmieren, oder andere. Das wollte ich noch sagen, und natürlich sind bei den Discountern die Private Label hauptsächlich vertreten. So, in der Gastronomie, für uns sehr wichtig, habe ich schon gesagt, im 20-Kilometer-Radius haben wir nur ungefähr 8% Marktanteil. Und darüber dann natürlich mehr. Wir haben da auch klare Strategie. Wir brauchen einen Preis, wir brauchen Innovationen, Neukunden. Die Kosten müssen passen. Und die Aktivierung, zum Beispiel mit Bierkarten, muss gegeben sein. Wir versuchen sehr viel mit österreichischen Rohstoffen zu arbeiten. Insgesamt haben wir einen Anteil von 85-90% an österreichischen Rohstoffen. Teilweise loben wir es aus, zum Beispiel beim Zipfermärzen mit 100% österreichischem Hopfen oder beim Reininghaus Jahrgangspilz. Und beim Göss, bei der Marke Göss, haben wir überhaupt gesagt 100% österreichische Rohstoffe. Das ist der Vorteil, wenn man mehrere Marken hat, kann man da ein bisschen jonglieren. Und weil insgesamt ist also das schwierig, das zu erreichen. So, und jetzt zu unserem Markenportfolio, auf das ich da noch kurz eingehen möchte, jeweils mit den eigenen Marken. Wir haben als internationale Marken Heineken, Desperados, wir haben Zipfer, Buntigammer, Gösser, jeweils mit unterschiedlichen Aufträgen. Das ist ganz wichtig, wenn man so viele Marken hat, müssen die einzelnen Marken unterschiedliche Aufträge haben. Das heißt, jede Marke muss für etwas stehen. Wenn man da zu viel Überschneidung hat, dann tut man sich nur selber weh mit den verschiedenen Marken. Und das wollen wir nicht. Aber der große Block ist dann bei der Entspannung, und das passt natürlich zum Bier, mit Gösser, Schwechater, Wieselburger, Reininghaus, Schladminger, Schlossgold im alkoholfreien Bereich. Das sind die Marken, und Kaiser und Buntigammer. Also mit denen arbeiten wir, und ich sage immer, ja, wir können damit wirklich die Bedürfnisse von unseren Konsumenten gut abdecken. Heineken, und ich erwähne jetzt nur jeweils die Schwerpunkte von den Marken. Heineken, der Hauptschwerpunkt liegt hier bei der Champions League. Wer immer sich jetzt gerade die Champions League-Spiele angeschaut hat, die Bayern haben ja, es ist sehr gut beschrieben worden, sie haben super gespielt, aber sie haben keine Torchance gehabt. Ja. Aber ich weiß nicht, wer es gesehen hat, überall immer Heineken. Ja. Also das ist eine unserer ganz starken Plattformen, auf die wir auch sehr setzen, wo wir Produkte auf den Markt bringen, um das entsprechend auszunutzen. Da haben wir auch, da muss man sagen, profitieren wir wirklich vom Konzern, weil die ganzen Aktivitäten für die Marke Heineken werden vom Konzern aus gesteuert, die großen Sachen wie die Champions League. Zipfer, wir haben gerade eine Innovation auf den Markt gebracht, das Zipfer 3 mit 3% Alkohol. Das Zipfer 3 löst das Zipfer Medium ab. 3% Alkohol. In Wirklichkeit ist das schon ein Getränk, ein Bier, was man,
wo es schon schwer fällt, über 0,5 Promille zu kommen. Ich sage das bloß, wir haben öfter Tests gemacht. Das ist also, selbst wenn man viel trinkt und auf nüchternen Magen trinkt, ist es, kommt man nicht drüber in Wirklichkeit. Aber man muss immer vorsichtig sein. Und man darf da nichts Falsches sagen. Daher, aber wir haben das, und das schmeckt unglaublich erfrischend, hervorragend. Ein Produkt, von dem wir überzeugt sind, dass es dort, wo es für den, wo der Konsum von Alkohol, von zu viel Alkohol ein Problem ist, muss man da eben mit einem adäquaten Produkt antworten. Marke Gösser, habe ich schon gesagt, einmal Gütesiegel, 100% österreichische Rohstoffe, Gösser, das Bier der Österreicher. Da komme ich aber nachher noch einmal drauf. Was ganz neu ist, und das ist jetzt ein Zukunftsmarkt für uns, ist das Gösser Naturgold alkoholfrei, ein neues alkoholfreies Bier mit einem besonderen Geschmack, der wirklich gut ist und der, wo wir sehen, dass wir diese Kategorie treiben können. Wir haben jetzt von 1,7% schon auf 2,5% Marktanteil gesteigert und ich glaube, wir werden es auf 5% erhöhen können. Ist nicht so wahnsinnig viel. In Spanien ist immerhin diese Produktkategorie zum Beispiel mit 10%, ja, und auch in Deutschland mit 5%. Also das heißt, wir werden das zusammenbringen, ganz wichtig. Achso, jetzt habe ich falsch. So. Buntekammer, ein Bier, was insbesondere in der Steiermark stark ist, aber auch in Kärnten und im südlichen Niederösterreich. Hier haben wir sehr viel Sponsoring. Wir sponsern Buntekammer, Sturm Graz und ein paar andere Dinge. Dann haben wir Desperados. Das ist ein Tequila-Geschmack. Das ist eine Entwicklung, die eigentlich in Frankreich gemacht wurde. Und wir haben das jetzt seit 2 Jahren oder eigentlich schon länger, seit 5 Jahren am Markt. Aber wir bewerben es auch stark und ist wirklich für die jüngere Zielgruppe gedacht, für junge Erwachsene. Ja, damit man da und im Partybereich, im Disco-Bereich und so weiter, ist das eine hochinteressante Marke. Edelweiß ist unser Weizenbier. Da muss man sagen, sind die Deutschen relativ stark. Es gibt viele deutsche Weißbiere, die sind zwar geschmacklich nicht besser als unsere, aber sie haben ein gutes Image. Auch das ist wichtig, das Image, wie wir wissen. Und aber wir haben immerhin noch einen Marktanteil von 40% ungefähr mit den österreichischen Weißbieren. Und wir überlegen immer, wie können wir da die Marktanteile auch noch verbessern. Die Qualität der österreichischen Weißbiere ist wirklich hervorragend. Und da braucht man nichts den Kollegen aus dem Nachbarland nachstehen. Wieselburger, da komme ich jetzt ein bisschen mehr ins Lokale hinein. Wieselburger ist eine Marke, die getragen wird, vor allem durch die Bügelverschlussflasche, also Swing Top Bottle auf Englisch. Und dann aber natürlich haben wir auch andere Gebinde, wo wir Wieselburger machen. Da machen wir schon viel weniger Werbung im Vergleich zu den großen Marken. Aber regional funktioniert das hervorragend, insbesondere im Osten von Österreich, also in Niederösterreich und auch in Wien. Dann die Marke Schwächerter, das ist sehr interessant. Schwächerter ist also mit großem Abstand die größte Dosenbiermarke in Österreich und eine hervorragende Qualität. Wir bewerben es nicht, das ist eine Preismarke, ja? Da sind wir relativ preiswert mit dieser Marke und können da die Position als stärkste Dosenbiermarke gut halten. Schladminger, ich habe es vorher erwähnt, eine regionale Marke, hat keine Bedeutung auf ganz Österreich bezogen. Wir bieten es an, also wenn einer die Marke will, kriegt das. Aber der Schwerpunkt liegt eindeutig in der Region. Und in der Region haben wir natürlich da einen sehr schönen Marktanteil dann, weil im Ennstal die Leute dann wirklich sehr auf diese Marke schwören.
Und da haben wir auch ein Biobier. Biobier ist nicht wirklich gefragt in Österreich bei Bier, weil jeder Konsument ohnehin Bier mit natürlich verbindet. Das ist nicht so spannend. Schlossgold, unser alkoholfreies Bier. Jetzt neu eben das Gösser Naturgold, beziehungsweise auch beim Edelweiß haben wir ein alkoholfreies Bier, wodurch der Marktanteil jetzt stark steigt. Wir haben den Biertender. Wer von Ihnen kennt den Biertender? Wer hat einen zu Hause? Na doch, nicht viele, aber einige. Der Biertender ist eine super Qualität. Ja. Da kriegst du immer das beste Bier. Muss man wirklich ganz klar sagen, wir verdienen nichts damit, weil die Abfüllung relativ teuer ist. Ja, das muss man ehrlich sagen, das ist auch keine Riesenmenge, aber immerhin, es ist wichtig und für die Bierqualität, für die Bierkultur exzellent. Ich schwöre drauf, das ist eine fantastische Sache, wenn da 4 Liter kleine Fässchen, immer gut gekühlt, immer frisch, hervorragend für die Bierkultur ein ganz tolles Produkt. Ich habe schon gesagt, wir haben Innovationen. Sie sehen es hier, das Gösser Naturgold, die Zipfer Radler, da haben wir den Zitronen, also Limettenradler und dann den Orangenradler auch. Beim Edelweiß haben wir den Heimatradler mit heimischer Birne. Und ganz neu haben wir das Gösser Kracherl, ein alkoholfreies Bier mit Zitronengeschmack. Wer hat das schon einmal gekostet jetzt? Das interessiert mich. Na, noch zu wenig, das sehe ich. Das ist gut, dass ich den Vortrag heute, ab morgen werden Sie nur noch das Gösser Kracherl, nicht nur, aber auch das Gösser Kracherl konsumieren. Warum haben wir das Kracherl genannt? Weil es Kracherl ist ein traditionelles Produkt, das die Erwachsenen kennen, die Jungen kennen das gar nicht, aber wir wollen eh nicht die Jungen ansprechen damit, obwohl es alkoholfrei ist, sondern wir wollen eigentlich auf die Tradition verweisen und das passt eben zur Marke Gösser. So, und dann habe ich jetzt den Zipfer Limettenradler erwähnt, jetzt habe ich eigentlich alle erwähnt, die ganzen Innovationen und die Innovationen machen eben bei uns mittlerweile schon einen Prozentsatz aus von 10-20%, und das ist extrem wichtig geworden für uns. Ohne die Innovationen wären wir nie dort, wo wir sind. Auch in der Gastronomie sehen Sie, da haben wir zum Teil Tankbier, das nennt sich Orion, dieses System. Das sind 10 Hektoliter Tanks, die wir in der Gastronomie installieren, und das ist natürlich auch für die Qualität hervorragend. Du hast immer ein frisches Bier. Das Bier kommt nie mit Luft in Verbindung. Und da hat man einfach eine erstklassige Qualität. Und die Gastronomen, die umgestellt haben von normalen Bier auf dieses, die sagen dann, ja, wir haben den Absatz um 10-20% gesteigert, weil es sich noch besser trinken lässt. Soll nicht heißen, dass ein anderes Bier nicht auch gut ist. Aber und hier recht auf der rechten Seite sehen Sie unser Hofbräu Kaltenhausen, unsere Handwerksbrauerei. Wir geben jedes Jahr einen Bierkulturbericht heraus, wo wir über Bierkultur, wo wir Umfragen machen, wo wir Neuigkeiten präsentieren, und wir wollen einfach die Bierkultur fördern. Und das heißt dann, wir machen Österreich zum Land mit der besten Bierkultur Europas. So, damit bin ich am Ende und werde Ihnen jetzt aber noch, wenn es funktioniert, einen Film von Gösser zeigen, und ich hoffe, dass das jetzt klappt. Wo muss ich das jetzt groß machen? Land der Berge. Land am Strome. Die
Die Österreicher sind zu Recht stolz auf die Natur, die Seen, das kristallklare Wasser. Und wenn dieses Wasser in den Wintermonaten in Form von Schneekristallen vom Himmel fällt, schafft es die Bühne für einen Sport. Einen Sport und seine Helden, der die Menschen mitten ins Herz trifft. All diese Elemente sind der Stolz Österreichs. Und keine Marke verkörpert diese Werte besser als Gösser. Österreichs bestes Bier. Gebraut nach bester Braukultur mit 100% österreichischen Rohstoffen ist Gösser heute die stärkste Biermarke am Markt. Gösser ist Österreichs bekanntestes Bier. Das beliebteste Bier in der Werbung. Das bekannteste Bier im Sponsoring. Gösser hat zuletzt auch international für Aufsehen gesorgt. Der Gösser Naturradler gewinnt den Global Innovation Award 2010. Gösser steht für Ehrlichkeit, Freundschaft, Verlässlichkeit und vor allem für ein Stück Heimat. Gut, besser, Gösser, das Bier Österreichs. So, damit wäre ich am Ende und ich habe es mir zur Gewohnheit gemacht, immer irgendeinen wichtigen Spruch noch am Schluss zu bringen. Einige von Ihnen kennen das. Und jetzt habe ich wieder einen neuen und der heißt: Hätte Adam ein Bier besessen, hätte er niemals einen Apfel gegessen. Ja. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, ich habe schon einen Murz durch. Aber das war natürlich unvermeidlich. Herr Dr. Lebel, herzlichen Dank. Ich weiß nicht, ob es noch Fragen gibt, aber es wird die eine oder andere Frage am Gaumen brennen. Bitte sehr. Bitte. Eine statistische Frage. Wenn du den Pro-Kopf-Verbrauch nimmst, ja, zum Beispiel in Tirol, da gibt es ja irrsinnig viele Deutsche, die das Bier trinken. Wie wird denn da differenziert oder werden die Fremden einfach mitgenommen? Die werden in dem Fall mitgenommen, genau wie die Österreicher, die ins Ausland fahren, auch mitgenommen werden und nicht da sind. Aber natürlich sind das viel mehr, gerade in Tirol. Wir schätzen, das kann man nur schätzen, dass das durchaus 10 bis 15 Liter pro Kopf sind, die da auf die, das kann man von den Nächtigungen ungefähr ablesen. Und die Tiroler haben mit Abstand die meisten Nächtigungen in Österreich, die Hälfte fast ist in Tirol. Und damit ist das enthalten. Aber ja, wenn die Tiroler auf Urlaub fahren nach Italien, ist es auch enthalten. Bitte. Ich habe meine Studienzeit in Leoben verbracht und war so mit der Gösser Brauerei sehr verbunden. Schauen Sie so gut aus. Ja, ja, nein, zu gut. Wir haben nur also irgendwann einmal einen mittleren Schock bekommen und der saß wirklich tief. Da haben sie uns nämlich dann, oder ist es durchgesickert aus der Brauerei, es wird Reis eingesetzt. Ich weiß nicht, war das Hefeersatz oder ich kenne jetzt wenig aus dabei. Ja. Auf jeden Fall 100% österreichische Rohstoffe, da tue ich mir mit dem Reis schon ein bisschen schwer. Außer das ist reine Vergangenheit. Also wie ist das mit Reis im Bier? Ist das halt üblich oder ist die Frage? Nein, also bei Gösser verwenden wir keinen Reis. Zum Teil wird auch Reis verwendet, es wird auch zum Teil Mais verwendet, in relativ geringem Umfang. Gerade bei der Marke Gösser und bei anderen Marken auch, es ist ganz verschieden, das ist eine Geschmacksfrage. Das Wichtigste dabei ist, dass der Geschmack dem entspricht, was der Konsument will.
wobei es nach dem österreichischen Bierkodex ganz genau geregelt ist, was da möglich ist und was nicht möglich ist. Ja, ich hätte noch. Leider noch nicht. Da hätten wir, wissen Sie, wie hoch der Pro-Kopf-Konsum in China ist? Das ist 2 Liter pro Kopf. Ja. Stellen Sie sich vor, wenn 1,4 Milliarden Chinesen plötzlich 100 Liter pro Kopf trinken, größer natürlich, ja, na, das wäre was. Ja. Da haben wir jede Menge noch Potenzial. Also mich würde interessieren, wie schaut denn das eigentlich aus, Männer und Frauen, weil ich bin bekennende Biertrinkerin und habe jetzt gemerkt, ich weiß nicht, ob die kleine Flasche zum Beispiel von Zipfer, das war so immer meine, wenn ich ausgehe und es gibt nur Flaschenbier, dann gab es immer diese Damenflasche, nenne ich es jetzt einmal. Wie ist denn eigentlich der Pro-Kopf-Verbrauch, wenn man sagt, Männer trinken ungefähr so viel Liter und wie viel trinken eigentlich Frauen? Ja, also das ist ganz klar, dass der Pro-Kopf-Verbrauch bei den Männern eindeutig höher ist und bei den Frauen eindeutig niedriger. Also wir schätzen, dass ungefähr der Pro-Kopf-Verbrauch bei Männern dann 150 Liter und bei Frauen 50 Liter ist, ja, wenn man das mittelt. Wobei eben ganz wichtig war, die Innovationen, die wir gebraucht haben jetzt mit den Radlern, weil die Radler von der Qualität her viel mehr für Frauen anspricht. Das ist das hängt damit zusammen, dass weniger bitter, Frauen sind bei Bittere mehr empfindlich, auch auf den Biergeschmack insgesamt mehr empfindlich, und das ist beim Radler eben besser. Das heißt, wir wissen, dass die Radler eigentlich uns beim insgesamt sehr geholfen haben bei den Frauen. Ja, natürlich ist, aber ich sage noch eins. Ich meine, es hängt auch sehr davon ab, eben, ich glaube, du hast das vorher gesagt, die Gebindeeinheiten. Eine halbe Liter Flasche oder ein halbe Liter Glas in einer zarten Frauenhand, ja, ist natürlich nicht, das passt nicht wirklich. Das ist unüblich. Ich meine, in Bayern schon und vielleicht auch in Tschechien, ja, aber bei uns nicht so. Um ja auch ein bisschen uns hervorzustellen. Und daher haben wir da jetzt einerseits kleinere Gebindeeinheiten bei den Flaschen, aber auch bei den Gläsern entwickelt, und das passt dann wesentlich besser. Und ich habe es vorher gesagt, der Kösser Naturradler, das ist hochinteressant, die größte Drittel-Liter-Einheit, die wir bei der Flasche haben, ist mittlerweile der Kösser Naturradler. Also es gibt kein normales Bier, wo der Absatz so hoch ist. Und das ist sehr viel Frauen, weil die kleinere Einheiten, die Flasche passt, der Geschmack passt. Und wenn, das ist das Entscheidende bei einer Innovation, wenn alles zusammenpasst, der Zeitpunkt auch, ich sage immer, der Zeitpunkt muss passen. Es gibt gute Innovationen, wenn sie zum falschen Zeitpunkt kommen, helfen es nichts. Aber zum richtigen Zeitpunkt, die richtige Qualität und das richtige Gebinde, das kann wirklich dann großen Erfolg versprechen. Bitte, Herr Madelberger. Ich hätte 3 Fragen, weil Sie sagen, von den Investitionen gehen 2/3 in den Markt. Heißt das, ist damit das Werbebudget gemeint? Nein, das Werbebudget ist keine Investition, sondern Aufwand. Und das sind im Prinzip Investitionen zur Absicherung des Marktes in der Gastronomie. Okay, und der wievielte Anlauf mit Leichtbier ist jetzt das Zipfer 3? Das gibt es ja schon, da haben Sie ja schon viele Marken ins Rennen geschickt. Eigentlich nur eine, vor vielen Jahren, vor 30 Jahren, ja, haben wir das Möwen-Leichtbier gemacht. Ja. Das hat nicht funktioniert, warum das immer. Falscher Zeitpunkt, falsches Gebinde und wie immer. Und dann haben wir das Zipfer Medium gehabt, was ein großer Erfolg war, weil das haben wir zufälligerweise, muss man sagen, herausgebracht, ein halbes Jahr, bevor die 0,5-Promille-Grenze eingeführt wurde. Und da sind wir dann mit dem Zipfer Medium, haben wir einen sehr großen Erfolg gehabt. Und wir sagen jetzt aber, wir müssen das, ja, wie man das halt macht in der Markenartikelbranche, dass man
auch wieder eine Erneuerung bringt. Und wir glauben, dass wenn wir da auf das 3 hin, 1, 2, 3, das lässt sich gut verbinden, wir haben es am 3.3. installiert und es hat eben 3% Alkohol. Und diese 43% Marktanteil der Rewe, die Sie da in Ihrem Chart hatten, ist das jetzt Ihr Marktanteil als Braunion? Unser Marktanteil. Ihr Marktanteil bei der Rewe? Also 43% Ihres Umsatzes machen Sie mit der Rewe. Ist das so richtig? Ja. Also über Nein, nur im Lebensmittelhandel. Bitte? Nur im Lebensmittelhandel und nur im Lebensmittelhandel. Also das ist auf Nielsen. Ja. Das stimmt, das auf diese Grafik, da muss man sehr genau schauen, dann ist ja Nielsen erfasst ja nicht alles, erfasst ja auch nur einen Aber Teil. Aber es ist nicht der Marktanteil der Rewe, sondern Ihr Biermarktanteil bei der Rewe. Richtig. Ja. Richtig. Also über dem durchschnittlichen Marktanteil. Oder haben Sie da den Hofer nicht mitgerechnet? Der ist nicht mitgerechnet. Okay, dann sind es wieder im das Durchschnitt. Das wird wieder weniger. Okay, ja, ja. Danke. Auch die anderen, das sind andere auch nicht dabei. Die Lagerhaus zum Beispiel ist nicht dabei und verschiedene andere. Aber der größere Teil des Lebensmittelhandels ist dort. Darf ich Sie fragen, beim Bier denkt man immer auch an den Bierbauch. Wie ist das Verhältnis der Kalorien Liter Bier zu Liter Radler? Es gibt immer Gerüchte im Leben und da gehört das dazu, dass das Bier zum Bierbauch beiträgt angeblich. In Wirklichkeit ist Bier ein Getränk mit relativ wenig Kalorien. Wir haben pro Liter 450 Kilokalorien, 400 bis 450, je nach Bier. Wenn man es vergleicht mit Wein, hat das um 30% mehr. Wenn man es vergleicht mit Limonaden oder mit einem Saft, mit Apfelsaft, hat alles 30% mehr. Wo man muss ehrlich zugeben, Wasser hat weniger. Aber da gibt es dann wieder einen Spruch von mir, den ich natürlich auch sagen muss. Das Wasser ist für die Vierbeiner, wir Menschen finden es Bier feiner. Zu den Beteiligungen noch eine Frage. Von Otterkringer haben Sie sich getrennt, aber meines Wissens haben Sie einen nicht unerheblichen Anteil an den Villachern, also Vereinigte Kärntner Brauereien AG. Nehmen Sie da nur die Dividende oder nehmen Sie da aktiv Einfluss auf die Geschäftspolitik? Naja, also ich meine, erstens, die erste Marke habe ich vergessen schon. Ja. Und wenn man länger wenn man eine Beteiligung hat und es kommt nichts heraus, dann macht das keinen Sinn, wenn man keine Zusammenarbeit hat und haben darf auch, aus Wettbewerbsrecht heraus, dann macht das keinen Sinn und dann haben wir gesagt, wir trennen uns da davon. Das ist kein ungewöhnlicher Vorgang. In Kärnten ist das wieder eine andere Situation. Da sind es 50%, oder? Ja. Aber kein aktiver Einfluss? Nein, also ich sage derzeit, man weiß ja nie, wie die Dinge sich entwickeln, aber derzeit keine, es läuft vollkommen getrennt. Wie viel Prozent der Männer und wie viel Prozent der Frauen trinken überhaupt Bier? Weil es gibt einen Anteil, die überhaupt kein Bier trinken. So, jetzt erwischen Sie mich am falschen Fuß, aber das haben wir. Das ist den habe ich leider nicht mitgenommen, den Bierkulturbericht. Ich lasse Ihnen gerne den Bierkulturbericht zukommen, da steht es drinnen. Bei den Männern sind es aber, also im Durchschnitt sind das, glaube ich jetzt, wissen Sie es aus den 60? Ja, also bei den Männern ist ein sehr hoher Prozentsatz, bei den Frauen deutlich niedriger. Aber das fragen wir regelmäßig ab und wir haben eben gesehen, dass durch die Innovationen sich das deutlich doch erhöht hat. Und darauf, glaube ich, können wir stehen. Und wenn der normale Bierkonsum ist durchaus wahrscheinlich auch in Österreich etwas rückläufig. Ja. Aber durch die Innovationen ist es dann gelungen, das wieder zu steigern. Aber das ist überall so. Du musst heute in der Markenartikelbranche und wahrscheinlich auch in anderen Branchen, ich nehme nur die Autobranche, wenn man da keine Innovationen bringt, dann wird man nicht erfolgreich sein. Du musst immer wieder mit neuen Dingen kommen. Das war auch der Grund, warum ich gesagt habe, wie mich der Herr Schönthaler angerufen hat, ob ich diesen Vortrag halte, weil wir in den letzten Jahren einfach so stark mit Innovationen gepunktet haben, dass ich das ein hochinteressantes Thema finde. Und ich glaube, das wird sich nicht ändern. Es war wahrscheinlich die Bierbranche
schon in den, wenn man es ein bisschen länger zurückschaut, war sehr stabil und hat man weniger Innovationen gehabt. Aber jetzt in den letzten Jahren hat sich das stark geändert. Stark geändert. Man gibt ja viele Radler, verschiedene, auch gute Produkte von den Mitbewerbern, und die das Ganze beleben. Ja. Und ich glaube eben jetzt, nach den Radlern, haben wir jetzt die alkoholfreien Biere, und das ist ein Trend. Ich muss ja sagen, die Verantwortung, was Alkohol betrifft, ist ja eine große. Der hat jeder Alkoholproduzent muss Verantwortung zeigen. Alkohol darf nur getrunken werden zum richtigen Anlass und nicht zum falschen Anlass. Aber wenn man jetzt Produkte auf den Markt bringt, wie eine super Qualität von alkoholfreien Bieren, ist das ein Beitrag auch in diese Richtung, dass die Konsumenten auch dann ein Bier trinken können, wenn sie keinen Alkohol trinken sollen, beim Autofahren. Das ist natürlich das klassische Beispiel, aber es gibt genug andere Beispiele. Eine markenrechtliche Frage noch. Österreichs bestes Bier wäre markenrechtlich problematisch, weil es ein Alleinstellungsmerkmal ist. Wieso schaffen Sie es trotzdem? Ist kein rechtliches Problem. Und es gibt auch andere Brauereien, die das sagen. Also zum Beispiel in Deutschland, das gibt es auch eine Brauerei, die genau das Gleiche sagt. Aber die Wahrheit ist natürlich nur bei uns. Alles klar. Danke. So. Eine Frage noch vielleicht? Oder? Vielleicht auch noch dann, eine Frage stellen. Ja. Der Unterschied zwischen Wodka und Bier ist der, dass Wodka anscheinend keine Fahne macht, was etliche Altpolitiker bestätigen können. Und Bier merkt man natürlich, Bierkonsum auch in kleinen Mengen merkt man, dass man da eine leichte Fahne hat. Es wäre doch eine Innovation, das erste Bier mit vollem Geschmack ohne Fahne. Also mir hat das noch nie jemand gesagt, wenn Ihnen das Exekutive, jemand wir die Exekutive. Hat, vielleicht. Die Exekutive. Aber wirklich war, also ist ein offenes Geheimnis, nicht? Wodka wird ja doch ganz gern konsumiert und man behauptet, Wodka macht keine Fahne. Es gibt einen ehemaligen Finanzminister, der jetzt in Aussee wohnt und der das relativ doch pflegen soll, angeblich. Und beim Bier merkt man es doch sehr rasch. Ich weiß das, meine Frau sagt mir das nämlich immer. Und das Zweite, Sie haben gesagt, Bier ist ein Getränk zum Schlankmachen. Ich trinke regelmäßig Bier und werde nicht und nicht schlanker. Also ja, weil Sie nicht genug trinken. Wahrscheinlich muss ich die Dosis erhöhen. Wenn keine Fragen mehr sind, dann darf ich Sie zu unserem... Gibt es noch eine Frage? Bitte. Vielen Dank. Ich wollte mich nicht zunächst einmal bedanken, Herr Dr. Liebel, dass Sie auch zum TÜV Austria gekommen sind für Ihren hervorragenden Vortrag. Ich durfte schon mehrfach in anderer Art und Weise, wo Sie andere Aspekte in den Mittelpunkt gestellt haben, Ihnen zuhören. Auch der TÜV Austria hat sich für Ihre Marke entschieden. Wenn Sie also dann anschließend nach Ihrem Vortrag dorthin gehen, werden Sie nur Ihre Marken finden, Ihre hervorragenden Marken. Ich hätte, weil Sie die Innovationen angesprochen haben, vielleicht, wenn Sie erlauben, eine kleine Frage, auch wenn das Spektrum sehr groß ist, was Qualität und Geschmäcker betrifft und die Sortenvielfalt, die Sie erwähnt haben, von der Zahl her im letzten Film der Marke Gösser wurde insbesondere die Qualität des Wassers herausgehoben. Das ist halt der Hauptbestandteil wie beim Brot. Können Sie uns etwas auch sagen? Andere Mitbewerber bringen ein Bier heraus, das bei Ihnen, glaube ich, trotz des Reichtums der Sortenvielfalt in Ihrem Hause noch nicht auf dem Markt angeboten wird, das ist das sogenannte Hanfbier. Vielleicht kurz uns etwas erklären und glauben Sie, dass es eine Chance hat auf dem hiesigen Markt? Vielen Dank. Es gibt einen Mitbewerber von uns, der Hanfbier anbietet, und es gibt in der Schweiz eine Brauerei, die Hanfbier macht. Wir haben das bis jetzt nicht gemacht. Aber ich glaube, dass es ich kann das nicht beurteilen jetzt, ob das ein Potenzial ist oder nicht, aber grundsätzlich halte ich viel von der Vielfalt, dass wir eben verschiedene Rohstoffe auch ausprobieren, so wie wir es beim Weizen machen. Das ist eben eine eigene Geschmacksrichtung, und beim Malz, und es gibt ja auch sehr viele verschiedene Malze, die alle aus unterschiedlichen Braugersten dann hergestellt werden, unterschiedlich vermälzt werden.
Also alles das, die Vielfalt ist ein großes Thema. Ist ja auch etwas, weil mir, also jetzt ist weg das Buch davon, wo der Konrad Seidel immer, ja, das ist immer wieder interessant, was es alles für verschiedene Sachen gibt. Und wir glauben eben, ich habe das vorher bekommen, da den Bierguide, der Seidel beschäftigt sich ja sehr viel mit Bier. Und ich glaube, dass das für die Kategorie gut ist, wenn es eine große Vielfalt gibt. Und da sind verschiedene Rohstoffe, die da eingesetzt werden können. Genau wie man verschiedene Hefen einsetzt, nicht? Aber die Hefen, die bewirken ja die Gärung dann. Und da gibt es ganz unterschiedliche Hefen. Die Weizenbierhefe zum Beispiel setzt sich nach oben ab und die untergärige Hefe setzt sich am Boden bei der Gärung ab. Das hängt mit der Morphologie zusammen, dass die Hefezellen bei der Weizenhefe, die ballen sich so zusammen und mit der Kohlensäure steigt es dann auf. Ja? Und bei der anderen sind es Einzelzellen, da sinkt das ab. Und diese Vielfalt ist wichtig. Jetzt habe ich gesagt, wir haben natürlich schon viele Märzenbiere, aber auch die schmecken alle unterschiedlich. Und ich glaube, das ist die große Stärke vom österreichischen Markt insgesamt, nicht nur von uns, insgesamt, dass wir eben eine große Vielfalt haben. Und das hilft, die ganze Kategorie Bier am Leben zu halten und immer wieder neu zu beleben und attraktiv zu halten, und das ist uns vielleicht dann doch ein bisschen besser gelungen wie irgendwo anders. Dann darf ich mich nochmals herzlich, aber weil eine Geschichte muss ich noch erzählen, die gefällt mir, weil sie Leoben und Polizei und so, ja. Und da war ich bei einem Bockanstich in Leoben mit Fahrer, nicht? Und dann, wie wir rausgefahren sind aus Leoben, bin ich aufgehalten worden. Und der Fahrer musste also blasen, ja, 0,0. Dann habe ich zu ihm gesagt, zum Polizisten, habe ich gesagt, Herr Inspektor, ich würde auch gern blasen, ja, nach dem Bockanstich. Dann habe ich geblasen, habe ich 0,4 gehabt, also harmlos, eigentlich harmlos. Wissen Sie, was mein Fahrer dann zu mir gesagt hat? Der hat mir den Schlüssel gegeben und hat gesagt, wenn Sie nichts trinken haben, können Sie selber fahren. So, was jetzt? Meine sehr verehrten Damen und Herren, danke vielmals für die rege Diskussion. Aber wir brauchen noch nicht so auseinandergehen, weil das hält ja sowieso keiner aus, von lauter Durst jetzt so ungeatzt auf die Straße zu gehen. Darf Sie noch herzlich einzuladen? Kommen Sie mit uns noch hinunter in den Exner-Saal. Dort ist eine Stärkung vorbereitet. Danke fürs Kommen und ich bedanke mich nochmals im Namen des TÜV Austria, im Namen unserer Geschäftsführung und vor allem, glaube ich, in unserem Namen für den exzellenten Vortrag. Ich hoffe, Sie kommen jetzt alle 14 Tage, 3 Wochen bei uns vorbei. Und wenn Sie einen TÜV brauchen, wir stehen natürlich immer parat. Herr Dr. Liebel, danke vielmals für den wunderbaren Vortrag. Dankeschön.